Danke sehr, einen schönen guten Morgen. Nach nur 2 Monaten haben wir gestern die nächste Regierungsumbildung erlebt mit einem neuen Bundeskanzler, Karl Nehammer. Ich möchte an dieser Stelle sagen, ich habe ihn gestern am Abend gleich gesehen. Er hat mich eingeladen zu einem Gespräch und es war ein gutes Gespräch. Trotzdem möchte ich sagen, dass allein diese Bilanz innerhalb von 6 Wochen, 2, 3 Bundeskanzler davon zeugt, dass das Vertrauen und insbesondere auch die Verlässlichkeit der Menschen in die Politik massiven Schaden genommen haben über die letzten Wochen. Und es schleunigst an der Zeit ist, genau an diesem Vertrauen und meines Erachtens Verlässlichkeit zu arbeiten. Ich habe das auch schon Tagen davor gesagt. Ich verstehe, dass manche sich nach Stabilität sehnen als Gegenpol zu dem Chaos, das wir erlebt haben. Aber Stabilität hat auch immer auch eine Kehrseite, nämlich dass gar nichts passiert, also Stillstand. Und das ist genau nicht das, was wir brauchen, meines Erachtens, sondern unser Land braucht jetzt einen Gestaltungsanspruch. Und das sage ich ganz bewusst auch mitten in einer Pandemie, wo mir klar ist, dass die Bewältigung der Pandemie die oberste Priorität zu haben hat. Aber darüber hinaus geht es eben auch darum, nach der Pandemie in diesen Neustart zu kommen. Und darauf möchte ich mich heute einmal konzentrieren. Sie wissen unsere Hand ist gereicht, was auch die Kampf gegen die Pandemie betrifft, aber ich möchte mich jetzt tatsächlich auf das konzentrieren, was ich erachte als notwendigen inhaltlichen Neustart im Ausgang aus der Pandemie. Und da geht es vor allem um eines, um wirklich kluge, weitsichtige Wirtschaftspolitik. Ich habe die Antrittsrede des Herrn Bundeskanzlers, seine Präsentation auch letzte Woche genau gehört, da fiel das Wort Freiheit sehr oft. Das ist natürlich klar in einem Kontext mit der Pandemie, aber letztlich frage ich mich, ob das nicht auch ein Motto sein muss für den Neustart, den es braucht in wirtschaftspolitischer Hinsicht. Wenn es nach uns geht, mit einem zweiten Wortpaar oder Wort als Paar dazu, nämlich der Gerechtigkeit. Die Frage von Freiheit und Gerechtigkeit muss das Leitmotiv sein für die kommenden Monate, für die kommenden Jahre, gerade auch in wirtschaftspolitischer Hinsicht. Die Frage, die wir uns alle stellen müssen, ist unser Land gut aufgestellt für die Zukunft? Was muss getan werden, um allen Menschen alle Chancen zu ermöglichen? Und wie sehen die Rahmenbedingungen aus, dass wir wirtschaftlich und in Bezug auf unseren Wohlstand gut aus dieser Krise herauskommen. Das bedeutet auch, dass wir mutig nach vorne schauen müssen und uns sehr ehrlich den Themen widmen müssen, wo Österreich nicht so gut dasteht. Endlich wieder die Bereitschaft zu zeigen, diese Bundesregierung, aber natürlich alle Fraktionen auch, mutige Reformen anzugehen. Eine Reformagenda auf den Tisch zu legen, die mehr ist als nur ein Drehen an kleinen Schräubchen, wie man das bis jetzt sehr oft und in den letzten Jahren gerade sehr viel gemacht hat, aber eigentlich keinen großen Wurf vorgelegt hat. Diese kleinen Schräubchen, die wurden dann oft mit Pomp und Trara abgefeiert. Das hat vielleicht bis jetzt gereicht. Ich bin davon überzeugt, in einer solchen Situation mit einem wirtschaftlichen Einbruch, gleichzeitig aber auch natürlich der Sorge um Arbeitskräftemangel, Innovationsmangel, wenig Digitalisierungs-Know-how in der Verwaltung und auch strukturellen Problemen, reicht das einfach nicht mehr. Und warum ich das heute so betone und auch stark betonen möchte, ist, weil diese neue Regierungsmannschaft von Seiten der ÖVP ganz stark ÖRAB dominiert ist. Das ist ja ein gutes Recht, das ist grundsätzlich die Sache der ÖVP zu entscheiden, wen sie in eine Regierung schicken. Aber wir sind in einer Situation, wo gerade auch diese Regierung, namentlich der Ex-Finanzminister, eine Politik ausgerufen hat, es koste es, was es wolle. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin davon überzeugt, es koste es, was es wolle, damit muss Schluss sein. Es muss jetzt endlich eine Trendumkehr passieren in Richtung eines Tun, was nötig ist. Ich bin davon überzeugt, dass der Blick nach vorne gerade auch bedeutet, Konsolidierungsschritte im Budget vorzunehmen für die Zukunft, um handlungsfähig für kommende Krisen zu sein. Das ist etwas, was ganz, ganz notwendig ist und das ist auch ein Appell an den neuen Finanzminister, Schluss zu machen mit dieser Politik, das koste es, was es wolle, weil es uns die Luft zum Atmen nimmt und die Luft vor allem für die Zukunft nimmt. Ich möchte Ihnen heute einen 5-Punkte-Plan für einen echten Neustart vorstellen, der unserer Meinung nach
ganz oben auf der Prioritätenliste sein muss, um unser Land gut aus dieser Krise, gut in die Zukunft zu führen. Das ist einmal der allererste Punkt, die Menschen, insbesondere die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, zu entlasten, den Faktor Arbeit zu entlasten, aber auch gleichzeitig die Unternehmerinnen und Unternehmer, und viele von denen stehen gerade jetzt wieder im Lockdown mit dem Rücken zur Wand, zu entlasten, vor allem vor den Bürokratiemonstern, die unser Staat in den vergangenen Jahrzehnten aufgebaut hat. Der zweite Punkt ist auch ein Entlastungspunkt, da geht es aber um die Umwelt. Die Umwelt entlasten, und da komme ich dann gerne auch zu sprechen, dass das, was vorgelegt wurde, uns nicht weit genug geht. Das dritte ist, ich habe schon gesagt, eine Konsolidierung im Auge zu haben, auch im Budget mit einem Bekenntnis zu einer Solidität des Haushalts, die Weichung Richtung Zukunft zu stellen, um den Weg frei zu machen für Zukunftsinvestitionen. Ich werde da im Detail darauf eingehen, was ich damit meine. Der vierte Punkt ist, also ich glaube, dass wir über Leistungsgerechtigkeit in Österreich nicht sprechen brauchen, wenn wir nicht über Bildungsgerechtigkeit und Chancengerechtigkeit sprechen können, und dass wir da nicht so gut dastehen, wie wir das gerne hätten, hat uns die Pandemie mehr als nur schmerzhaft vor Augen geführt. Das heißt wirklich, die Bildungschancen aller Kinder, aller unserer Kinder zu fördern. Und der fünfte Punkt, auch das habe ich in den vergangenen Tagen betont, letztlich sind all das, was wir erleben an Chaos, an Instabilität, an Umbrüchen, ein Ergebnis immer noch von Ibiza. Und die Lehren aus Ibiza wurden nicht gezogen. Endlich saubere Politik bringen, endlich Transparenz und Kontrolle Einzug zu halten. So dürfen wir nicht sein als Politiker, und das wollen wir zeigen, das können wir auch zeigen, mit schärferen Regeln, denn Macht braucht Kontrolle, und es ist hoch an der Zeit, das endlich zu gewährleisten. Warum sage ich das? Warum sind diese Punkte uns so wichtig, und warum sage ich Ihnen das heute? Ich habe ganz große Sorge, dass wir über das Pandemie-Management hinaus und über parteipolitische Manöver, wer jetzt welche Ministerposten bekleidet und wie wichtig oder unwichtig es ist, dass diese Regierung weiterarbeitet, eines vergessen, dass wir in einer Zeit sind, wo die Inflation hoch ist, wo wir Innovation brauchen, wo die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs am Spiel steht, wo der Arbeitskräftemangel massiv ist und wo wir sehen, dass unsere Verwaltung in vielerlei Hinsicht Hemmschuh ist, anstatt tatsächlich roter Teppich, um allen Menschen alle Chancen zu ermöglichen. Wir als NEOS glauben daran, dass ein Staat, dass eine Politik immer die Aufgabe hat, allen Menschen alle Chancen zu ermöglichen, dass jeder Mensch grundsätzlich selbstbestimmt in die Lage versetzt wird, durch gute Politik eigenverantwortlich Leistung zu erbringen und sich so auch etwas aufbauen zu können. Und dass so eine freie und gerechte Chancengesellschaft ermöglicht wird, die uns in eine gute Zukunft führt, unser aller gute Zukunft. Und dazu muss ich zunächst einmal die Menschen entlasten, den Faktor Arbeit endlich entlasten, damit die Menschen sich durch ihre Arbeitskraft wieder etwas aufbauen können. Wir haben natürlich, und ich habe gerade gehört vorhin, dass die Begutachtung der Steuerreform vorbei ist, da eine Steuerreform, erlauben Sie mir ein Reförmchen am Tisch, das natürlich bis zu einem gewissen Grad kurzfristig eine Entlastung schafft, aber Sie kennen unsere Kritik, nicht nur unsere, auch die von vielen Expertinnen und Experten, dass das keine nachhaltige Entlastung ist der Arbeitseinkommen. Wer das möchte, der muss mutig zwei Schritte tun. Einerseits die kalte Progression endlich abschaffen, wie es so oft versprochen wurde, und andererseits die Lohnnebenkosten senken, weil der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin kostet zu viel und verdient zu wenig. Das ist ein Wettbewerbsfaktor, auch und gerade mit unseren unmittelbaren Nachbarländern, Deutschland, aber auch anderen Staaten, das sehr viele Unternehmerinnen und Unternehmer spüren. Es geht aber auch um eine Entlastung der Unternehmerinnen und Unternehmer, weil wir in Österreich Unternehmer brauchen, also Menschen, die bereit sind, ein Risiko einzugehen, Innovation zu schaffen, etwas Neues zu wagen und so Jobs zu schaffen und Wohlstand zu schaffen. Und da gibt es ein unglaublich starres Korsett an Regularien, an Vorgaben, sei es durch die Gewerbeordnung oder durch andere Vorgaben, wie zum Beispiel auch Betriebsanlagengenehmigungen. Ich denke, jetzt ist der Zeitpunkt, mutig und entschlossen auch über Liberalisierung und Deregulierung zu sprechen, nicht nur zu sprechen, sondern es auch entsprechend in einem Entbürokratisierungsausschuss im Parlament zu verankern.
Der zweite Punkt, die Solidität des Haushalts, oder das ist eigentlich dann der dritte Punkt, ich ziehe den vor, der ist uns insofern sehr wichtig, als wir ja sehen, dass die Menschen ihren Beitrag leisten. Die Steuereinnahmen sprudeln. Ja, jetzt geht es wieder, natürlich gibt es einen Einbruch durch diesen Lockdown, aber wir haben ja in dem Boom der vergangenen Wochen und Monate Gott sei Dank gesehen, dass die Steuereinnahmen wieder sprudeln und der Staat, wenn man so will, sich durchaus gesund gestessen kann daran, dass einfach die Österreicherinnen und Österreicher, die Menschen in Österreich so brav arbeiten und ihre Leistung bringen tagtäglich. Er gibt ihnen das aber nicht zurück, darüber habe ich schon gesprochen, kalte Progression. Jetzt haben wir aber gleichzeitig nicht die Bereitschaft, auch ausgabenseitig in irgendeiner Weise sich einzuschränken. Das heißt, ein Staat, der sagt, ich hole mir mehr und mehr Einkommen von den Bürgerinnen und Bürgern, setze auf Wachstum und bin aber nicht bereit, auch ausgabenseitig etwas zu tun, ist kein nachhaltiger, zukunftsorientierter Staat. Wenn wir jetzt in einer Situation sind, bis 2027, glaube ich, ist das, dass wir 27 Milliarden, das in Österreich 27 Milliarden, aus dem Budget zugeschossen wird zu den Pensionen. Also da sind natürlich die Beamtenpensionen dabei, aber eben auch über 15 Milliarden sogenannte Pensionslücke, die also nicht aus der Versicherungsleistung bezahlt wird, sondern aus dem Budget, dann haben Sie die Dimension dessen, was eigentlich möglich wäre an Zukunftsinvestitionen, an echten Chancen, auch gerade für Junge, und an sozusagen Förderung von Forschung und Entwicklung in unserem Land, aber auch zur Ökologisierung unseres Landes. Und dazu braucht es eine mutige Politik, die wir als NEOS ganz entschlossen einfordern, auch und gerade von dieser Regierung. Es geht hier auch um Generationengerechtigkeit. Wenn sozusagen der Großteil kein Problem damit hat, dass ein immer größerer Teil des Budgets nicht der Zukunft zugutekommt. Und wir mit unserem Prinzip der Versicherungsleistung schon lange nur noch bloße Überschriften produzieren, aber eigentlich das nicht mehr der Realität entspricht. Apropos Generationengerechtigkeit, wir NEOS bekennen uns dazu. Es ist meines Erachtens eine Frage der Gerechtigkeit gegenüber nächsten Generationen, aber auch eine Frage der Lebensqualität von uns allen, dass wir mutigere Schritte in Bezug auf die Ökologisierung wagen. Wir unterstützen da gerne die Bundesregierung bei vielen Vorhaben, aber das, was am Tisch liegt an Ökologisierung im Steuersystem, geht uns nicht weit genug. Das ist ein zu geringer CO2-Preis, das ist eine zusätzliche Steuer ohne Lenkungsmaßnahme. Dabei bleiben wir und stoßen ja ins gleiche Horn wie namhafte Umweltschutzorganisationen. Und ich denke, ich bin unverdächtig, dass man normalerweise uns unterstellt, dass wir hier sozusagen immer gemeinsame Sache machen mit denen. Aber das ist einfach nur richtig und gescheit und im Sinne unserer Kinder die Wahrheit. Da muss nachgebessert werden, das ist zu wenig. Die Chancen unserer Kinder, die Bildung. Ich habe schon gesagt, jeder Mensch soll selbstbestimmt und eigenverantwortlich leben können. Jetzt möchte ich da keine großen Wahlreden halten, weil Sie kennen da unseren Ansatz von kein Kind zurücklassen. Aber schauen wir doch bitte auf die kleine Diskussion im Rahmen der Pandemie. Schulen auf oder zu, Präsenzunterricht ja oder nein. Und ich habe da bisweilen den Eindruck, dass vergessen wird, was so eine Pandemie, was so geschlossene Schulen ohne Präsenzunterricht machen mit den Kindern. Sie und ich, wir Erwachsene, wir können sagen, dann gehen wir halt heute nicht ins Kino oder dann gehen wir halt heute nicht ins Restaurant. Aber Kinder, die jetzt schon 2 Jahre fast diesen Zustand erleben, die haben keine Wahlmöglichkeit, woanders hinzugehen als in die Schule, woanders ihre Bildung zu bekommen, woanders auch ihre sozialen Kontakte zu haben. Daher werden wir auch sehr rasch Kontakt aufnehmen mit dem neuen Bildungsminister, um diesen Teil ganz entschlossen weiter einzufordern, das mutige Bereithalten von Präsenzunterricht mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen, wie wir sie gerade ja auch in Wien und in Salzburg, wo wir verantwortlich sind für Schulen und Kindergärten, auf den Tisch legen. Es geht aber darüber hinaus und noch um mehr. Und ich habe nur ein Thema mitgebracht heute, das ist die Frage der flächendeckenden Kinderbetreuung. Nicht nur, aber auch, weil es ja durchaus aktenkundig geworden ist in den vergangenen Wochen. Es gibt eine ganz aktuelle Untersuchung von Eco Austria, die sagt, dass wir für einen wirklich flächendeckenden, qualitativ hochwertigen Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen, die auch Bildungseinrichtungen sind, die es aber auch solche Öffnungszeiten ermöglichen, sodass ein Beruf daneben möglich ist,
1,6 Milliarden Euro bräuchten, dann wäre dieser flächendeckende Ausbau gewährleistet, zu dem, was ohnehin schon budgetiert ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist nicht wenig Geld, das ist mir bewusst. Aber in einer Zeit, wo ich das Gefühl habe, in allen anderen Bereichen gibt es ein Kostes, was es wolle, kann und will ich nicht hinnehmen, dass gerade unsere Kinder diejenigen sind, die nichts davon haben sollten. 1,6 Milliarden können wir uns leisten, wenn wir bereit sind, in anderen Bereichen den Gürtel enger zu schnallen. Es geht um unsere Kinder und es geht um die Chancen unserer Kinder und es geht letztlich um die Zukunft unseres Landes. Letztes Thema, ich habe es gesagt, das alles geht ja irgendwie auf Ibiza zurück. Oder vielleicht auch schon auf die Zeit davor, weil das Video ist ja viel früher schon entstanden. Auf jeden Fall auf eine Praktik, dass man kein Problem hat in Österreich oder dass manche Parteien kein Problem in Österreich haben damit, dass man am Rechnungshof vorbei Spenden über Vereine irgendwie konstruiert. Das geht zurück auf Parteien, ÖVP, FPÖ, aber durchaus auch SPÖ, die ganz offensichtlich kein Problem damit haben zu sagen, ich mache das gar nicht so transparent. Der Wähler, die Wählerin soll gar nicht wissen, ob ich einzig und allein ihren Interessen folge oder nicht vielleicht doch den Interessen manch anderer Geldgeberinnen und Geldgeber. Ich habe 2019, jetzt habe ich nachdenken müssen, wann das Ibiza-Video war, 2019, kurz nachdem der Bundespräsident gesagt hat, so sind wir nicht, gesagt im Parlament, so sollen wir nicht sein. Weil ich glaube, es ist zu wenig, wenn wir Politiker sagen, glaubt uns, so sind wir nicht. So sollen wir nicht sein. Und damit wir nicht so sind, und zwar alle miteinander, braucht es schärfere Regeln. Wir legen offen 365 Tage im Jahr als NEOS unsere Parteifinanzen, Einnahmen und Ausgaben. Und das erwarte ich mir als Standard auch gesetzlich verankert für alle anderen Parteien. Jetzt gibt es einen Entwurf des Rechnungshofs, dahingehend, dass der Rechnungshof auch die Parteifinanzen kontrollieren soll, können. Ich kann das nur vollinhaltlich unterstützen. Entsprechende Anträge, Modelle, ja sogar Gesetzesvorschläge liegen fix fertig im Parlament und warten nur darauf, dass die beiden Regierungsparteien ÖVP und Grüne sich ein Herz nehmen und auch den Österreicherinnen und Österreichern vermitteln, wir haben es verstanden, wir machen es jetzt besser. Und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Prioritäten, um das Vertrauen und die Verlässlichkeit wiederherzustellen. Danke sehr. Einerseits zu der CO2-Bepreisung, zur Steuerreform, die ja jetzt in Begutachtung ist. Was wäre denn, wenn es nach Ihnen ginge, ein guter Einstiegspreis? Wo müsste man ansetzen, damit dieser Preispfad auch die entsprechende Lenkungswirkung hat? Und dann zu den Öffnungsschritten, die jetzt im Raum stehen, morgen findet der Bund-Länder-Gipfel statt. Welche Öffnungsschritte soll es, darf es, muss es denn geben, wenn es noch Ihnen gibt? Alles oder behutsam, langsam öffnen? Und da kündigt der Wien heute an, wahrscheinlich schon vorzupreschen. 2G Plus steht im Raum für die Gastronomie. Ist das etwas, womit Sie leben könnten, was Sie gut finden würden? Oder wäre das zu Kriegsgruppen auch für Geimpfte? Also zum CO2-Preis haben wir in unserem Modell auch ein schrittweises Anheben, aber wir würden jedenfalls bei 60 Euro beginnen, je Tonne CO2. Das ist auch das, was derzeit der Preis der Zertifikate ist. Wir würden als steigern auf, und jetzt muss ich kurz fragen, welche Summe dann letztlich rauskommt. Das ist ein sehr hoher Preis jedenfalls dann. Das haben wir errechnen lassen anhand der Frage, was braucht es, um die Klimaziele zu erreichen, weil das ist ja kein Selbstzweck. Also ich mache nicht einen höheren Preis, um Bürger zu quälen, sondern um die Klimaziele zu erreichen, damit wir alle jetzt und in Zukunft gut leben können. Und mir ist völlig klar, dass es in irgendeiner Weise einen sozialen Mechanismus der Umverteilung braucht, um hier die sozialen Effekte abzufedern. Aber alle umweltschädlichen Subventionen, Pendlerpauschale, Dieselprivileg etc. zu lassen und halt einen CO2-Preis einzuführen, der aber nicht hoch genug ist, das ist zu wenig. Also das da wären wir durchaus mutiger gewesen. Zu den Öffnungsschritten. Es ist kein Geheimnis, dass wir sehr kritisch waren, was den kompletten Lockdown für alle Menschen, auch für die Geimpften, dreifach Geimpften betrifft. Ich denke, man muss jetzt differenzieren, weil immer die Einschränkung der Freiheit begründet werden muss und nicht die Freiheit an sich. Das heißt, wir gehen davon aus, dass auch wieder geöffnet wird. Jedenfalls mit 2G, sodass also klar ist, dass Geimpfte und Genesene hier wieder weitestgehend das Leben aufnehmen können, dass es ein Ende gibt der Ausgangsbeschränkungen.
Es wird sicherlich das ein oder andere Maßnahme, Auflage wie FFP2-Masken nach brauchen, das ist völlig klar. Aber das sehen wir als dringend notwendig an. Handel, aber auch, und das sage ich auch ganz klar, Gastronomie und Hotellerie, weil ich da die Konzepte oder Kultur, ich meine, die haben schon lange die Konzepte, mit denen sie das abhandeln können. Nun zu 2G Plus, das ist natürlich in so einer pandemischen Situation eine sehr kluge Maßnahme, weil natürlich das noch einmal das Infektionsrisiko, das Transmissionsrisiko massiv senkt. Dazu hätten aber die Bundesländer, so wie Wien, vorausschauend und weitblickend eine entsprechende PCR-Infrastruktur aufbauen müssen. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich bin einigermaßen baff, wie unverantwortlich hier die Landeshauptleute agiert haben, denn ich bin selber auf Landeshauptleute-Tour gegangen und habe nahezu jeden, der es hören wollte oder auch nicht, gesagt, dass es für den Herbst die Notwendigkeit gibt, meines Erachtens, das flächendeckend auszurollen und zur Verfügung zu stellen. Und ich weiß auch, dass es Vorschläge gegeben hat im Sommer, auch von dem Labor, von dem Anbieter in Wien, dass man das durchaus flächendeckend hätte ausrollen können in ganz Österreich. Es erscheint mir ein wenig so, wie wenn hier Parteipolitik vor Menschenleben gestellt worden ist. Und das ist die einzige Erklärung, die ich finde, warum man dieses in Wien so gut funktionierende Modell nicht ausgerollt hat in die anderen Bundesländer. Aber dass Wien jetzt diesen Schritt geht, erscheint mir logisch. Wien kann diesen Schritt auch gehen, weil wir ja alle, wenn wir gurgeln am nächsten Tag oder noch in der Nacht, das Ergebnis haben und somit natürlich diese Auflage auch erfüllbar ist. In anderen Ländern geht das nicht, weil wenn ich das Ergebnis 4, 5 Tage später bekomme und es nicht mehr gültig ist, dann kann ich es mir in die Haare schmieren oder schön aufhängen auf dem Weihnachtsbaum, aber jedenfalls nicht damit in die Gastro. Das wäre unser Vorschlag gewesen schon vor 2 Wochen, weil ich glaube, dass wir mit 2G ausreichend Sicherheitsschritte haben und wir ja übrigens auch sehen, die Zahlen sind ja auch zurückgegangen schon vor dem Lockdown. Das heißt ja auch, dass 2G und dann auch, wenn Sie so wollen, dieser meiner Meinung nach unsägliche Begriff des Lockdowns für Ungeimpfte genützt hat. Also ich denke, 2G recht flächendeckend hat schon eine enorme Wirkung erzielt. Ich muss Ihnen sagen, ich kenne jetzt nicht von jedem Bundesland die Zahlen, aber die regionale Differenzierte ist etwas, was wir immer begrüßt haben. Also wenn es da und dort noch Unterschiede gibt und man sagt, man braucht noch ein paar Tage, dann wird das sicherlich kein Thema sein. Das ist halt so. Ich glaube, das haben wir auch schon ein paar Mal erlebt in der Vergangenheit. Ich glaube nur daran, dass 2G tatsächlich funktioniert. Aber es ist, gilt weiter. Wir haben einen Appell auch an alle Eigenverantwortliche zu agieren. Impfen schützt, 2-mal impfen schützt besser als 1-mal impfen, 3-mal impfen schützt noch besser und zwar wirklich sehr stark. Vor allem einen selbst, aber eben nicht nur, auch dass man das Virus weitergibt. Damit schützt man auch nicht nur sich selber, sondern auch die Schwächsten in der Gesellschaft, die beispielsweise, wo die Impfung nicht wirkt, weil sie Krankheiten haben, die immunsupprimiert sind, schützt auch unsere Kinder letztlich, weil ich natürlich auch sehe mit großer Sorge, welche Inzidenzen da sind, schützt unsere Jugendlichen und ein Verhalten halt an den Tag legen, das sehr eigenverantwortlich ist und damit aber auch die Gesellschaft schützt. Ich denke, das ist ein Appell, den kann man nicht oft genug sagen. Also zum einen zu der Frage Parteipolitik vor Menschenleben. Schauen Sie, das ist die Vermutung, die ich nur anstelle. Dass das parteipolitische Gründe hat, warum man hier nicht Dinge, die funktionieren, ausrollt. Oder halt versucht, anders zu bauen. Ich hätte aber gar nichts dagegen. Also wenn die Bundesländer, einige haben es ja auch wirklich ganz gut geschafft, aber geschafft hätten, was Ähnliches aufzustellen, wäre mir das ja wurscht gewesen. Aber ich habe nicht einmal gehört, dass das hier eine rote Geschichte ist, also Blödsinn ist, weil es war eine PCR-Testgeschichte, die halt funktioniert. Übrigens mit sehr viel unternehmerischen Zugang, wie ich meine. Also ich bleibe dabei, ja.
Da war sehr viel Parteipolitik dabei. Wie überhaupt im ganzen Pandemie-Management, darf ich das mal sagen, es ist einfach in Österreich von Anfang an deswegen auch so verhunzt gewesen, weil immer die Parteipolitik da hineingekommen ist. Das muss man einfach sagen, egal ob es darum geht, sich zu inszenieren als Pandemie-Manager oder quasi aus parteipolitischen Taktik vorzubrechen oder zu bremsen, wer geht als erster wo raus, welches Bundesland ist besser als das andere, das ist ja alles haarsträubend, bitte. Das ist ja weit entfernt von einem wirklich guten Krisenmanagement. Impfen. Na, Oberösterreich, da sagen Sie mir, das ist nicht parteipolitisch motiviert gewesen, dass die ÖVP, aber auch andere Parteien so zaghaft sich eingesetzt haben, die Durchimpfungsrate zu steigern über den Sommer. Ich meine, das ist ja offenkundig, was da gemacht wurde. Das ist gemeingefährlich, ganz offensichtlich auch. Sie haben mich gefragt zu, Omikron. Naja, also ich muss sagen, ich vertraue da, was die Expertinnen und Experten sagen. Und das, was bis jetzt am Tisch liegt, ist, dass Omikron angekommen ist bei uns. Wie weit sich durchsetzt, ist noch nicht sicher. Klar scheint, dass es so wie auch eine Delta-Variante eine, ich sage es jetzt einfach salopp, ich hoffe, die Fachleute hören es nicht zu, aber ansteckender ist als sozusagen noch die Delta-Variante. Also jede Variante wird in der Tendenz ansteckender. Das Gute aber ist, dass die Maßnahmen, die wir ja haben, grundsätzlich ausreichen, auch bei ansteckenderen Varianten. Das heißt, Maske tragen, Abstand halten, sämtliche andere Sicherheitsmaßnahmen einhalten. Und daher bin ich da sehr zuversichtlich. Wo wir wirklich ein Problem bekämen, aber da haben wir noch keine Hinweise darauf, ist, wenn die Impfung gar nicht wirken würde, was die Omikron-Variante ist. Aber bis jetzt, und ich habe gestern, glaube ich, auch gelesen, was Fauci dazu gesagt hat in den USA, schaut es Gott sei Dank nicht danach aus. Sollte es so sein, dann haben wir definitiv ein anderes Thema, über das wir dann aber nochmal gesondert reden müssen. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube schon, dass es da einen gewissen Impfschutz auch weitergibt. Gibt es noch weitere Fragen? Ja. Vielleicht noch eine Frage zum Impfpflichtentwurf, der jetzt am Tisch liegt. Die Strafen, die da gerade drinstehen, sind Ihnen die hoch genug, erstens? Und zweitens, jetzt sind ja Schwangere und Kinder ausgenommen. Stimmen Sie diesem Entwurf zu? Soll das so bleiben oder sollte man diese Gruppen auch mit in die Impfpflicht reinnehmen, weil ja auch für Sie ein Impfschutz wichtig ist? Also rein grundsätzlich, die Liberalen sind nicht dafür bekannt, dass sie am lautesten nach höheren oder schärferen Strafen rufen. Aber ich bitte Sie um Verständnis, es laufen die Gespräche und es ist da wichtig, dass da wirklich viele Expertinnen und Experten, aber auch alle Fraktionen, unter anderem wir als Opposition, da unseren Input einbringen und da möchte ich nicht vorgreifen. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Wenn nicht, dann bedanke ich mich willkommen und wünsche noch einen schönen Tag. Danke sehr.